Also, ich bin Sarah Nunes. Sebastian Stäuble. Ja, Sandra Fitze. Ramona Fock. Andrea Sandbrecker. Ich heiße Claudia. Ich bin ein Teil von unserem Selbstvertreter-Team. Hier im Dörfli vom HPV Rorschach hat eigentlich alles angefangen. Ein Bewohner hat mir erzählt, dass er nicht abstimmen kann, aber so gerne würde. Aber er dürfe nicht, weil er unter Vormundschaft steht. Und bis dorthin habe ich mir das gar nicht überlegt, wer darf abstimmen und wer nicht. Ich heiße Manuela Breu, bin Sozialpädagogin und setze mich für die Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigung ein. Durch die Bachelorarbeit ist mir bewusst worden, dass Selbstvertretung im ganz Kleinen anfängt. Dass Selbstvertretung oder politische Teilhabe nicht nur heisst, abstimmen und wählen, sondern wirklich auch im Alltag können, selbstbestimmt leben, sich können beteiligen und mitbestimmen. Ich will Selbstvertreter werden, weil ich euch gerne möchte. Bei Problemen und Wünschen behilflich sein. Da ich im Rollstuhl sitze, kann ich verstehen, welche Probleme es im Alltag geben kann. Menschen mit Beeinträchtigung sind Experten für ihr eigenes Leben. Sie wissen, was sie brauchen und was sie wollen. Das Selbstvertretungsteam im HPV ist von den Mitarbeitenden gewählt worden und setzt sich für die Anliegen von ihnen ein. Als ich gewählt worden bin, ist einfach wie so die ganze innere Nervosität ist abgefallen. Es hat Freudentränen gegeben bei mir. Ich treffe mich mit meinem Team jeden Dienstag. Dann besprechen wir unsere Themen. Was soll ich dir aufhängen? Könntest du es gleich unten dran bei dem, was hat mich gefreut? Haben wir es auch gleich schön übersichtlich. Für mich ist die Rolle der Unterstützerin immer so eine Gratwanderung zwischen so viel Unterstützung geben wie nötig und sicher nicht mehr. Hast du, Claudia, noch Rückmeldungen bekommen? Schreib, Claudia. Was ist schon geschrieben? Nö. Ich glaube, es braucht sicher zuerst mal aus Wahrnehmung, Bewusstsein, dass die Menschen ihre Bedürfnisse haben und auch ihre Fähigkeiten haben, in unserer Gesellschaft sich zu bewegen und die Gesellschaft können mitzugestalten. Selbstvertretungsteam ist eigentlich, sind Ohren für alle Mitarbeitenden. So, ihr könnt zu uns kommen und sagen, ja, du, ich habe jetzt ein Problem. Und dann vielleicht kann man eine Lösung finden. Das, was wir machen, ist einfach Politik im kleinen Rahmen. Im aktuellen Projekt geht es darum, herauszufinden, was die Bedürfnisse betreffend Mittagspause sind und wie man die dann auch anpassen oder verändern kann. Die Idee kam durch den Austausch in der Gruppe. Die Mittagspause ist zu kurz. Also, du hast um 12 Uhr Mittag, laufst raus. Dann müssen sie 10 Minuten rauflaufen. Bis du mal angestanden bist und bis du mal das Essen hast, ist dann vielleicht auch schon wieder 12:30. Dann müssen sie es in 10 Minuten rüberschlingen. Das finde ich einfach persönlich störend. Und es sind schon viele gekommen, wir möchten längere Pause haben. Wir haben Fragebögen kreiert, wenn jemand nicht so selbstständig ausfüllen kann, helfen wir dabei. Was denkst du? Ja, gut. Da muss ich auch schon sein. Für eine längere Mittagspause wirst du weniger Geld bekommen. Nein. Oder ja. Dann ein bisschen mehr. Also gut. Seit ich einfach, ich sage jetzt mal meine Meinung sage, wird ja auch ernster genommen und mir respektiert man auch mehr. Für mich ist die Selbstvertreter eine Chance, anderen zu helfen. Ich rede gerne mit und höre mir andere Meinungen an. Unser Wunsch ist, was zu verändern. Dass wir auch wir sind ja leicht beeinträchtigt, dass wir auch was erreichen können. Das politische Bewusstsein bei diesen Menschen ist natürlich nie entwickelt worden. Es ist auch nie gefördert worden, weil es nie zum Thema war. Obwohl sie eigentlich Interesse haben, was in ihrem Quartier, in ihrer Gemeinde, auch im Kanton oder in der Schweiz passiert. Es hat schon das Gefühl, nicht
so richtig verstanden zu werden von der Gemeinde oder von den Behörden. Also ich gehöre halt nicht dazu, zum Abstimmen. Vielleicht, wenn es einfacher formuliert wäre, wäre es vielleicht für uns Menschen mit einer Beeinträchtigung auch leichter zum Abstimmen. Wir müssen die politischen Themen in ihrer Sprache abfassen. Wir müssen die Themen, die zur Abstimmung dastehen, ihnen so vortragen können, dass für sie greifbar ist und stimmig ist. Eine Voraussetzung für die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung ist sicher die leichte Sprache, dass sie Zugang haben zu Informationen, indem zum Beispiel Texte vereinfacht werden. Das ist auch etwas, was wir hier im HPV machen. Wie wäre es für euch, wenn wir stehen, das Wissen von diesen Menschen kann dir weiterhelfen? Ja, das wäre aber sehr gut. Das ist gut. Ja. Fändest du das einfacher als nützlich? Ja. Meine Vision ist, dass Selbstvertretung irgendwann gar nicht mehr braucht, weil es einfach selbstverständlich ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen auch und ganz selbstverständlich auch in der Gesellschaft aktiv dabei sind. Für mich wäre es wichtig, dass man uns hören würde.